Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem neunten Part. Zu meinem neunten Part von Mirror's Edge Catalyst. Mein Gott. Ja, ich bin auch halt ein bisschen verwirrt von ihm gerade. Das war ja furchtbar, diese Mission. Und... ja. Jetzt. Machen wir die Mission Wohltäter. Damit wir einerseits bessere Fähigkeiten freischalten. Andererseits, die Story vorankommen, die ich viel zu sehr vernachlässige nach meinem Stand aus gesehen. Falsche Richtung. Ich, hallo. Hallöchen. Breaking News. Ich habe das Gefühl, den habe ich ewig gesucht. Mal. Wuhu, Level Up! Wuhu, darauf haben wir noch gewartet! Da brauchen wir wieder 1000. Ja gut. Schaffen wir! Ach ja, ich muss die Uhr noch starten, Leute, tut mir leid. Obwohl das ja variabel ist, der letzte Part war ja sowieso überzogen. Sagen wir 10, 12 Minuten. Vom Durchschnitt, ne? Also durchschnittlich über den Durchschnitt. Fertig. Wieso schreien wir eigentlich, wenn man stirbt? Das ist eine gute Frage. Es kursieren unzählige Gerüchte über die Explosion. Einige Leute machen die Runner dafür verantwortlich. Wieso solltet ihr denn die Bobo in die Luft sprengen? Ganz genau, Plastic. Du hast es kapiert. Natürlich habe ich es kapiert. Ja, warum sollten wir? Meine Frage, wie komme ich eigentlich wieder zurück und so? Was? Ist nichts sehen. Okay, hallo? Das geht mir beinahe ein bisschen zu autonom bei mir. Nach unten, oder? Nach unten. Überlegen, wie man loslässt. Okay, hier durch. Ich weiß noch, wie wir Ewigkeiten gebraucht haben, diesen Eingang zu finden. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Bevor ich hier mich in den Tod springe. Gucken wir lieber nochmal die Lichtsteuerung nach. Jo. Das ist nicht das, was wir suchen. Bitte geh nicht gleich mit der Story los. Bitte geh nicht gleich mit der Story los. Danke. Ich hasse dich. Wir müssen die Story anfangen, damit wir da rein können. Dann wollen wir mal. Du hast das alles losgetreten. Es ist deine Schuld. Lass dein Ego hier auf, Noah. Was redest du dafür ein Mist? Was wollte das mit der Bobby? Gewinnst du so die Arbeiter? Du bist und bleibst eine Psychopathin, Rebecca. Jetzt hör mir mal gut zu. Hättest du jemals Stellung bezogen, würde mich deine Meinung vielleicht kümmern, Noah. Meld dich bei mir, wenn du zur Vernunft kommst.
falls Kruger dich nicht vorher erwischt. Faith, bist groß geworden. Kaum bist du aus dem Knast und schon sorgst du für Ärger. Deine Eltern wären stolz auf dich. Im Streit ging's um Elysium. Und das, was du dort gestohlen hast. Wer war das denn? Rebecca Fane. Black Novembers Anführerin? Sie kannte meine Eltern. Wir waren alle Teil derselben Gruppe, bevor... Egal. Rebecca war schon immer speziell. Sie glaubt an Veränderung durch Zerstörung. Faith, sie wollte das Omnistat Drive, die Pläne darauf. Und warum geben wir es ihr nicht? Weil sie auf ihre Weise genauso gefährlich ist wie Kruger. Reflection ist mehr, als das Konglomerat zugeben will. Und ich habe das Gefühl, Rebecca sollte es nicht bekommen. Gut, ich wollte es sowieso Dorgen geben. Du ergreifst niemals Partei. Das hast du von mir. Doch, das tue ich. Für uns. Also dann. Faith. Was? Oh, vergiss es. Wir sehen uns. Okay. So, ich möchte in mein Zimmer rein. Ich möchte in mein Zimmer. Wo ist mein Zimmer? Da geh ich hin. Weiß was, danke. Da habe ich es meistens schon freigeschaltet, deswegen habe ich mich gewundert. Das ist jetzt ein bisschen eigenartig. War das die Mission schon? Hä? Ach, das wird spaßig. Das wird... Ah, nö. Wir dürfen den Weg wieder zurückwandern. Wenn ich nur wüsste, wo man hier runterkommen kann. Da. Können die eigentlich mit Mio? Hopp. Also den treffen wir zum zweiten Mal. Moment. Zum ersten Mal Dogen. Wenn er sich nicht... Das heißt, er schickt irgendjemanden vor, ne? Das ist so typisch... Was weiß ich. Böse Menschen, sag ich mal. Ja, wir machen nicht mehr die Tricksarbeit, das machen jetzt irgendwelche anderen Menschen für uns. Ach, so ist das, das ist ja nett. Naja. Huch. Warte, am Fenster war es vorbeigeflogen. Da spricht gleich Müdigkeit aus mir, das ist ein bisschen komisch. Denn an sich bin ich nicht müde. Ihr könnt mich mal. Sag mal, Leute, wo bin ich denn jetzt wieder? Im Namen des Karion gehen. Batsch, unsichtbare Scheibe. Oing. Oh ja, nee, warte. Durchsichtige Scheibe. Das ist tatsächlich eine Scheibe. Wollt ihr mich veräpfeln? Wieso müssen die Dinger durchsichtig sein? Wer hat das sicherlich ausgedacht, dass Glas durchsichtig sein muss? Ey Leute, das sieht doch aus, als wäre da nix. Nein, da ist Glas. Ja, wow, super. Wussten wir noch nicht. Kann ich nicht einfach runterspringen? Ich muss da nach oben. Was ist hier eigentlich los? Da! Jetzt.
Zumindest dachte ich das bis eben noch. Dass ich nach oben muss. Sag ich ja. Mein Gott, Hilfe. Vielleicht kommen die wunderschönen Fenster wieder. Ich wollte jetzt sagen, ich bin doch hier schon längst gegangen, aber das war ja innerhalb einer Story-Mission und da sind die Dinger ja nicht da. Deswegen immer schön alles doppelt und dreifach durchsuchen. Ihr werdet es nicht bereuen. Willkommen in Glass. Ein kleines Stück von... Nee. Das ist New Eden. New Eden. Ein kleines Stück vom Paradies. Gibt's eigentlich New Eden? Das weiß ich gar nicht. Das hab ich... Doch. Ja. Spoiler, oder? Vielleicht irre ich mich auch wieder. Wenn man sehr oft was macht, dann vermischt man Sachen, die man gerne hat. Unten wieder. Ja. Also wäre zum Beispiel gerne Jurassic Park und ja gut, das sind jetzt dumme Beispiele, aber Jurassic Park und Star Wars, der gerne oft guckt, der kommt irgendwann mit wartet. Ja, der weiß dann nicht mal sicher, ob das in Jurassic Park der Satz war oder in Star Wars. Zum Beispiel der Satz, ich habe ein ganz mieses Gefühl, ist das ein dummes Beispiel, also deswegen nicht. Egal. Auf jeden Fall habe ich sowas hier im Videospiel. Vergiss das. Das rede ich da nicht mit Müll. Mir ergibt die Theorie auch keinen Sinn. Ach genau, man verwechselt Dinge. Das meine ich. Hilfe. Nicht vergessen. Habe ich vergessen gesagt? Ich meine verwechseln. Mann, ey. Dass man das Wort wieder gefunden hat. Great kid, Kaito. Kid. Ach so, ich muss unten hin. Könnte ich aber aufspringen. Wie ich gerade sehe, es wird auch wieder Nacht. Oder Tag. Ja. Es ist halt gerade Nacht und ja. So, meine Damen und Herren, die Mission Wohltäter startet jetzt. Beerst. Tut mir leid, es ging einfach nicht früher. Es liegt mir fern, dich zu verurteilen. Schließlich schuldest du mir ja nichts. Also was das angeht, ich weiß, wie ich meine Schulden begleiche. Also bitte. Wir haben uns 2 Jahre nicht mehr gesehen und du fängst gleich davon an. Komm mit. Maschinen schaffen Perfektion. Doch Perfektion ist langweilig. Nur durch Unvollkommenheit entsteht etwas Einzigartiges. Also füge ich gerne hier und da eine menschliche Note hinzu. Etwas Unvollkommenheit. Sie haben sie noch? Ich dachte... Ich würde sie wegwerfen. Ich war kurz davor. Du hast mich wütend gemacht, Faith.
was offenbar deine Spezialität ist, wenn man sich ansieht, wie sehr du kürzlich Mr. Kruger verärgert hast. Er will Runnerblut sehen. Was du ihm auch gestohlen hast, muss überaus wertvoll sein. Es sind die Pläne für Reflection. Ah, und hast du sie bei dir? Nicht im Moment, aber... Wir reden weiter, sobald du sie hast. Bis dahin. Könntest du mir ja vielleicht deinen guten Willen beweisen. Anansi ist mit seinen Zahlungen im Verzug. Eine menschliche Not könnte das ändern. Okay, alles klar. Also, was soll ich machen? Geh zum Anansi Emporium. Den Rest erfährst du unterwegs. Jo, okay. Um ganz nach oben zu kommen, braucht man die richtigen Werkzeuge. Ich habe im Lagerraum eine Kleinigkeit für dich isoliert. Dankeschön. Das sollte dir dabei helfen, die Spitze des Anansi Emporiums zu erreichen. Geh aber vorsichtig damit um. Kann man nichts behalten. Was ich sagen wollte, man hat ja irgendwie noch eine Serie von Mirror's Edge geplant. Ich habe für Anansi etwas ganz Spezielles im Sinn. Alles weitere erzähle ich dir, wenn du den Turm erreicht hast. Okay, danke. Ich hoffe ja doch, dass sie wirklich die Mirror's Edge Serie, davon gab es ja irgendwie Gerüchte oder wurde über nachgedacht, öffentlich, sag ich mal. Und ich denke mir so, ja, bitte, 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 ja, bitte, 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 ja. Das wäre nämlich... Wir haben einiges nachzuholen, cool. Faye. Wie wäre es mit einem Abendessen, wenn unsere Transaktion abgeschlossen ist? Ja, ein Abendessen ist gut. Ich werde uns etwas ganz Besonderes zubereiten. Du da, was hast du? Ich habe dir möglicherweise einen Eindringling. Du hast hier nichts verloren. Wir brauchen vielleicht Verstärkung. Wir prüfen gerade eine Festnahme durch. Ja, ich bin mir absolut sicher. In Ordnung, Patrol. Tausend Dank. Die hätten mich erledigt, wenn du nicht gewesen wärst. Ja, dafür nicht, ja. Wir sehen uns. Wenn es einfach nur 100 gibt. Ich habe für Anansi etwas ganz Spezielles im Sinn. Alles Weitere erzähle ich dir, wenn du den Turm erreicht hast. Du musst dich nicht wiederholen, du. Denn ich bin auf dem Weg. Ihr müsst das nicht tun. Ihr müsst das nicht tun. Wir haben einiges nachzuholen, Faith. Wie wäre es mit einem Abendessen, wenn unsere Transaktion abgeschlossen ist? Ja, ein Abendessen ist gut. Ich werde uns etwas ganz Besonderes zubereiten. Nehme ich schon hin oder her? Die haben mich gereizt. Da ist der Weg. Ja, ich wundere mich, wie komme ich denn hier raus jetzt? Hallo. Entschuldigung, muss ja weg. Hallöchen, Hallöchen. Ich bin mal schneller. Aus dem blauen Kreis raus, schneller!
Manchmal bin ich mir nicht sicher. Ja, keine Sorge. Alles weitere erzähle ich dir, wenn du den Turm erreicht hast. Ich bin da auf dem Weg hin. Für die Zuschauer sind wir schon längst im neuen Gebiet. Das können wir uns später nochmal genauer angucken. Ich möchte jetzt bitte die Mission beenden, bevor wir noch sowas passiert wie eben gerade. Wir haben einiges nachzuholen, Faith. Bla bla bla. Übrigens gibt es hier ein nettes Time-Trial. Und wie geht es Noah dieser Tage? Er schlägt sich immer noch so durch, nehme ich an. Ganz so wie ein rechtschaffender Mitarbeiter. Ich kann auf diesem Kanal mithören, Dogen. Ich weiß. Sie schicken sie also mal wieder auf einen ihrer kleinen Botengänge. Sie wird an Nancy vor Augen führen, was es bedeutet, wenn man seine Schulden nicht bezahlt. Eine durchaus passende Aufgabe für Sie. Denken Sie nicht auch? Wie ausgesprochen subtil. Was ist mit dem Objekt, das wir für Sie haben? Es sollte mehr als ausreichend sein. Ich werde mich über den potenziellen Wert Ihres Angebots erkundigen. Aber eins nach dem anderen. Eins darfst du nie vergessen. Dogen kümmert sich immer zuerst um sich selbst. Ah, das tut weh, Noah. Außerdem ist es nicht wahr. So, ihr beiden Streithähne, ich hoffe, ihr seid fertig. Ja. Wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Oh ja, schauen wir uns als erstes nur Spieletipps, der gerade auf die Uhr geschaut hat und dachte, 20 Minuten. Schön. Hören wir jetzt auf. Bis dann.